Tennisdamen vom TC Blau-Weiß sind weiterhin voll auf Erfolgskurs. Am vergangenen Sonntag gewannen sie auch ihr drittes Spiel, diesmal gegen den Club an der Alster und stehen somit nach der Hälfte der Partien auf dem ersten Platz der zweiten Bundesliga Nord. Ich freue mich natürlich, dass es heute gegen Hamburg so gut geklappt hat. War sehr unerwartet und von dem her natürlich sehr, sehr positiv. Also so kann es weitergehen. Drei kommen noch. Jetzt nach der Halbzeit sind wir wirklich zufrieden und können den Abend, glaube ich, noch ganz nett ausklingen lassen. Die Spiele an diesem Wochenende waren aber keineswegs so leicht wie die vorherigen. Die sechs Einzelpartien waren allesamt hart umkämpft und nach einem 3:3 braucht es erst die Doppel, um den Spieltag zu entscheiden. Marina Melnikova ist auch weiterhin ungeschlagen in der diesjährigen Saison. Sie gewann allerdings ganz knapp im Champions Tiebreak mit 10:7 gegen die Weltranglisten 120. Tamara Korkac. Richtig umkämpft war das Spiel von Anna Klaasen gegen Lisa Matvienko. Nach einem unglücklichen 5:7 im ersten Satz gewann sie den zweiten mit 6:4 und Klaasen konnte auch den anschließenden Champions Tiebreak mit 10:4 für sich entscheiden. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Es war ein sehr intensives Match. 2,5 Stunden gespielt für eigentlich gut 2 Sätze, ist schon ziemlich lang. Ganz so rund lief es aber nicht bei allen. Vivien Heisen und Pia König verloren ihre Matches, jeweils aber auch ganz knapp im Champions Tiebreak. Und auch Sina Göllner-Schreiber musste sich nach 2 Sätzen mit 6:7 und 5:7 geschlagen geben. Den dritten Sieg in den Einzeln für den TC Blau-Weiß holte Stefanie Wagner. Sie besiegte die Weltranglisten 192. Katarzyna Kawa mit 7:6 und 6:2. Im Einzel war der erste Satz etwas enger, der zweite ein bisschen besser. Bin ich dann auch echt gut reingekommen und bin natürlich froh, gegen eine, die so hoch steht, auch gewonnen zu haben. Der Spieltag musste nun also in den Doppeln entschieden werden. Dass die Damen von Blau-Weiß ein gutes Händchen dabei haben, zeigten sie dann auch wieder an diesem Spieltagswochenende. Marina Melnikova und Květa Peschke besiegten die 22-jährige Lisa Matvienko und die nochmal 5 Jahre jüngere Camilla Bartone. Am Ende aber ganz klar 6:2 und 6:2 für Blau-Weiß. Und auch Vivien Heisen und Sina Göllner-Schreiber gewannen souverän mit 6:3 und 6:0 gegen Carina Witthöft und Eva Lüß. Das Duo Anna Klaasen und Stefanie Wagner spielte zwar einen starken zweiten Satz, musste sich aber nach dem verlorenen ersten im Champions Tiebreak dann schließlich mit 3:10 geschlagen. Das Doppel war jetzt sehr ärgerlich. Haben wir sehr gut gefightet im zweiten Satz und haben jetzt leider im Tiebreak verloren. Aber war echt in Ordnung. Also haben wir echt ganz gut gemacht. Wobei man sagen muss, wir wussten ab Mitte des zweiten, glaube ich, ab 4:1, dass wir gewonnen haben. Und dann war irgendwie so ganz bisschen die Luft raus. Am Ende aber 5:4, ein Heimsieg und damit ein hervorragendes Ergebnis. Der TC Blau-Weiß führt die Tabelle weiterhin an und hat nun beste Voraussetzungen, um in den 3 kommenden Spielen den Aufstieg in die erste Bundesliga zu schaffen. Ob das klappt, wird sich am 8. Juni zeigen. Dann findet das letzte Spiel, das Heimspiel und gleichzeitig der Saisonabschluss gegen den Lindhorfer TC1 statt.